So, meine Damen und Herren, also ich heiße Sie sehr herzlich willkommen in diesen Gemäuern, diesen prestigeträchtigen Gemäuern, in dem ja einer der zwei Nobelpreisträger der Universität Bern gewohnt hat und das uns der Herr Kocher, Theodor, die uns von der Bürgergemeinde zur Verfügung gestellt wird und wir können jetzt alle von diesem wunderbaren Ambiente profitieren. Ich freue mich auch zum zweiten Mal mindestens diesen Anlass in diesem Gemäuer hier beiwohnen zu können. Heute ja unter diesem Thema digitale Transformation mit Open Source Software. Das habe ich mir mal kurz überlegt, ist ja ein sehr interessanter Name. Digitale Transformation ist ja in dem Kontext mit Open Source, hat ja eine doppelte Notation. Zum einen ist klar, durch die Digitalisierung, Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologie ist eigentlich ein sehr weitgehender Wandel in unserer Gesellschaft festzustellen. Wir sind herausgefordert durch neue Verhaltensweisen, die eben impliziert werden durch diese Technologien. Das ist eine Riesenherausforderung. Manche Dinge sind relativ einfach, sie kommen schleichend nebenher quasi. Andere Dinge müssen wir uns hart erarbeiten. Die Freuden und Leiden der Digitalisierung, eben, es hat Kehrseiten, die wir auch behandeln müssen. Ich sage nur mal als ein Stichwort Post-Privacy-Bewegung und ähnliches mehr. Das ist der eine Begriffsinhalt. Der andere Begriffsinhalt ist der, dass Open Source selber eigentlich ein Teil dieser Transformation ist. Denn durch die Digitalisierung, durch die Verbreitung von Ideen mit den digitalen Medien, und Ideen sind ja auch Daten, ist ja auch Software, ist ja das klassische Modell des Urheberrechts herausgefordert. Die Grenzen verschieben sich, so wie bei dieser Grenze zwischen Privatheit und Transparenz ist eine Verschiebung festzustellen und gleich damit im Zusammenhang auf der anderen Ebene natürlich die zwischen den traditionellen kommerziellen Modellen und eben den freien Modellen, wie sie ja durch Open Source eigentlich verkörpert werden. Insofern also eine spannende doppelte Notation, würde ich sagen, die Sie gewählt haben mit diesem Titel Digitale Transformation. Da steckt einiges darinnen. Bezieht sich übrigens der Timer auf uns beide? Nicht, dass ich jetzt mein... Nur auf mich, wow, dann nie habe ich so viel Zeit. Also ich habe mich extra beeilt, Ihnen diese doppelte Notation hier vor Augen zu führen, was mich hier begeistert eigentlich an dem heutigen Titel, digitale Transformation. Erst gestern durfte ich ein bisschen länger dazu sprechen, gerade deswegen bin ich auch heute so in Eile, weil ich dasselbe in 5 statt 20 Minuten sagen will, vielleicht. In diesem Zusammenhang, es wird heute ja ein Preis vergeben, nicht? Ein Preis, der OSS Award. Preise sind immer schön, besonders wenn man sie bekommt. Und Preise haben ja auch häufig was mit Innovation zu tun. Und Innovation ist etwas Tolles, was ja gerade dem Kanton Bern sehr gut ansteht. Der Kanton Bern hat ja immer so ein etwas verschlafenes Image, ja? Besonders die Züricher sehen das so und sagen, oh, immer so langsam, nicht nur nicht gesprengt. Und alles, dabei stimmt das gar nicht. Im Grunde ist der Kanton total innovativ. Und wer sich dessen vergewissern will, der nimmt eigentlich solche Postillen zur Hand, die also gratis versandt werden, wie zum Beispiel diese hier, Bern Capital Area, die mir vor kurzem zugegangen ist. Natürlich ist immer das Problem, als Professor hat man so wenig Zeit, dass man das meiste gar nicht liest, sondern immer nur die Titelseite studiert. Und da ist mir dann ins Auge gefallen, Lawinensprengung per Smartphone. Ja, und dann habe ich mir gesagt, das ist doch super, nicht? Einmal ist der Kanton Bern ganz vorne dran. Die haben nämlich als erstes entdeckt, was wir mit diesem Samsung Galaxy Note 7 anstellen. Insofern, also meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen also eine sehr ergiebige Konferenz. Und mit Blick auf die Uhr kann ich meinem Nachredner sogar ein paar Sekunden mehr überantworten. Also bitteschön. Ja, ich bin der Marc Rohner, der Organisator von dem Event. Ich bin bei Open, CH Open seit dem Jahr im Vorstand und habe jetzt die Konferenz von Matthias Stürmer übernommen, der das die letzten Jahre immer sehr gut begleitet hat. Beruflich bin ich Startup-Gründer und Verleger von greenbyte.ch und bei uns ist IT und Nachhaltigkeit immer eigentlich etwas Selbstverständliches.
Ja, und jetzt der Anlass. Es freut mich sehr, die so viele interessante Redner zu begrüßen. Und das Thema von der digitalen Transformation ist sehr aktuell und ein riesiges Passwort. Ich habe zum Beispiel auf dem Event hier einen LinkedIn-Beitrag gemacht, wo ich sogar den Link vergessen habe, um sich anzumelden. Aber weil die digitale Transformation drin ist, haben das 125 Leute angeschaut und ich habe gestaunt, oh wow, ist das ein riesiges Passwort. Also wir haben hier zwar noch ein paar leichte Reihen, aber die werden auch noch gefüllt im Verlauf des Tages. Jetzt die digitale Transformation ist ist eigentlich ein Passwort. Also wir als Journalist denken ja, also was ist denn da dahinter? Die Inhalte werden wir euch nicht vorenthalten bei den Rednern, wo jeder für sein Gebiet etwas dazu wird sagen, vor allem was Open Source bezüglich beiträgt. Und die Wichtigkeit von Open Source ist, kann man da gar nicht wirklich, also es wäre über, wie soll ich sagen, es ist extrem, ich sage es in den Worten von einem Chef von Amadeus IT. Ich bin gerade in Barcelona an der VM World letzte Woche und Amadeus IT, die machen so Ticketing für Airlines, also das heisst, sie betreiben das alles auf ihre eigenen Ressourcen und da, wenn natürlich das Ticket nicht funktioniert, dann ist das Geschäft gelaufen. Oder? Dann geht man zum anderen. Und die haben gesagt, dass die Innovationstreiber heutzutage kommen aus dem Bereich Open Source. Also das sind eigentlich, entweder sind es wirklich Leute, also Initiativen, also so wie wir teilweise verkörpert, wo Projekte, also Communities, wo Projekte und Software entwickeln, oder dann sind es dann Leute, wo, also Firmen wie Facebook und Google, die eigentlich gar nicht in diesem Gebiet tätig sein. Und ja, das hat mich erstaunt, weil er das eigentlich direkt ins Gesicht von Vice Presidents und Senior Vice Presidents von VMware gesagt hat, die eigentlich wirklich, also die letzten Jahre berühmt waren, um sich wenig zu öffnen. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir fokussieren hier auf unsere Sponsoren, wo wir uns sehr dürfen, freuen darüber. Ihr habt die auf dem Programm gesehen. Und ja, ich freue mich auf die fantastischen Präsentationen, vor allem jetzt vom das nächste anschließende von André Roth von Roche Diagnostics. Merci.